Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Atlas Fallen. Wir sind ja hier das letzte Mal stehen geblieben, haben hier oben das Tor aufgemacht. Und ja, wir sind hier auf der Suche. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Wir haben hier das Tor aufgemacht. Wir sind hier auf der Suche nach dem letzten Teil der uralten Rüstung, weil die interessiert mich jetzt doch schon irgendwie am meisten, da wir ja schon zwei Teile haben. Und meine Vermutung ist, entweder da hinten, er hat das Teil, wenn wir ihn legen, oder hier oben haben wir einen vergessenen Pfad, aber da bin ich jetzt nicht so easy hingekommen. Ja, und vielleicht da oben, aber schauen wir mal. Ich würde jetzt als erstes den einfachen Weg hier abzulaufen, den da hinten mal versuchen zu klatschen, in der Hoffnung, dass wir ja vielleicht von ihm das Teil bekommen. Genau, hier hinten ist der Hiefer. Da ist noch eine Kiste, ja, okay. Der bewacht zumindest schon mal eine Kiste. Ah, du bist das. Erste Teil ist schon mal erledigt. Kommt die Welle. Verwandle das Phantom. Zerschmettere es. So, hier kommt schon wieder die Welle. Haben wir? Waren das alle jetzt? Ja, er ist eingefroren. Oh, bitte lass mich hin. Okay, wir haben ihn. So, jetzt ist meine Hoffnung, dass hier das letzte Teil drin ist. Ja, okay. Ja, sehr gut. Lass uns zurück zum Schmied. Ja. Das würde ich auch machen. Ja, auf das bin ich auch gespannt, was er da... Ich will hier nochmal die Gegend abchecken, ob wir hier vielleicht irgendwas itemtechnisch noch finden. Ansonsten gehen wir gleich zum Amboss zurück. Oh, sorry, ich musste kurz niesen. So, hier haben wir noch was. Nice. Okay, damit war wenigstens meine Vermutung richtig, dass... Weil wir hatten zuerst hier bei den Ruinen geschaut, ob wir hier vielleicht noch irgendwas sehen. Aber so wirklich gesehen haben wir nicht, wenn man ehrlich ist, ne? Ah, wir haben wieder getriggert, okay. Nehmen wir mit. So, dann auf zum Amboss, weil dann können wir teleporten. So. Das füllen wir auf und dann reisen wir hier hoch. Hier oben in... Ja, hier oben war das Lager. Und dann reden wir mal mit dem Schmied. Hier ist Arif. Der Schmied war da hinten. Ja.
Du hast alle Teile. Ich sollte in der Lage sein, sie wieder zusammenzusetzen. Unsere Befehle lauten, dafür zu sorgen, dass... Ritual des Sumpfes. Werkzeuge sind Mangelware, aber wir... Die Rüstung würde ich gerne sehen. Ist auch eine Elferrüstung. Sehe ich dann hier die Werte? Achso. Oh, die hat den meisten Damage, aber halt nicht so viel Schutz wie diese, ne? Warte mal, dann gehen wir zum Amboss. Wir können nur am Amboss die Rüstung verbessern. So. Würden wir noch Glück bekommen? Das können wir uns nicht mehr leisten. Das wäre halt für Damage. Und unsere aktuelle Rüstung ist eher für Defense. Okay, aber da haben wir wenigstens eine Option. Wenn wir mal Damage brauchen, dann können wir hier drauf gehen und die würde ich dann vielleicht noch vorbereiten. Ja. Hat im Prinzip die gleichen Werte, die wir bis jetzt auch tragen. Ich würde gerne hier nach einem erfolgreichen Kampf mit deutlicher Menge Energie des Amulets wiederhergestellt. Ja. Ja, ich weiß nicht, Händlerpreise. Ich nehme mal den Boost mit, weil wir hätten den jetzt schon 2-3 Mal gebrauchen können. Zwei Dinge haben wir noch, ne? Na komm, dann haben wir wenigstens mehr Ladungen, die wir zurückbekommen für Healing. Jetzt würde ich dann noch gerne schauen hier hinten, ob wir in diesem Habitat endlich das Tier finden. Weil... Ich sehe einen Drachen in der Luft. Der reisende Händler muss in der Nähe sein. Ach ja, der ist hier hinten, ne? Aber was mich halt irgendwie komisch stimmt... Ah, jetzt sind die Tiere da. Schauen wir mal, ob wir ihn auch brauchen, oder? Naja, aber wenigstens sind jetzt schon mal Tiere da. Die waren ja bis jetzt noch nicht da. Ich schau mal hier hinten, ob hier hinten auch Tiere sind. Oh ja, hier hinten sind auch Tiere und... Leuchtet der? Ich würde es gerne... Jetzt. Jetzt ist er getriggert. Okay, ich weiß auch nicht, vielleicht lag es daran, dass ich ja gestern dann raus bin aus dem Spiel und heute erst neu gestartet habe, quasi. Weil nur der normale Reset hat ja, also einmal woanders hinreisen und dann wieder hierher kommen, hat ja leider nicht den Effekt gehabt, dass wir die Tiere hier getriggert haben. So, dann lass mich mal. So, damit sollten wir die Schatzkarte haben, ne? Ja, die Schatzkarte haben wir damit. Ich würde mal gerne reinschauen in die Schatzkarte, wo das denn sein könnte, damit wir vielleicht mal so eine Idee bekommen. Ach, hier fehlt noch was, oder? Ach nein, am schiefen Baum.
Irgendwo bei einem schiefen Baum. Mhm. Hier haben wir noch was. Geheimnisvoller Wald. Okay. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal die Schatzkarte jetzt freigelegt. Ach ja, eigentlich würde ich gerne da oben schauen, aber wenn wir jetzt schon hier sind... Nee, komm, wir machen das... Wir machen jetzt oben weiter, weil sonst fange ich hier unten wieder neu an oder wieder an einer Stelle an. Gehe erstmal zum Amboss, weil dann können wir wieder teleporten. War hier irgendwo, ja. Genau da hinten. So, wir machen jetzt hier weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben das fehlende Rüstungsteil bekommen. Wir haben auch, glaube ich, eine ganz nice Rüstung bekommen. Gerade wenn wir Damage brauchen. Aber momentan fühle ich mich ganz confident mit unserem aktuellen Setup. Indem wir, ja, jetzt vielleicht nicht so viel Damage haben, aber wir halten einiges aus. Da hoch würde ich gerne. Auf den vergessenen Pfad. Vielleicht finden wir heute einen Weg. Da hoch irgendwie. Oh, hier. Ach so. Artefakt. Aha, von der Seite kommt man hin. Okay, gut, gut, gut zu wissen. So, hier unten ist... Oh, da unten ist noch eine. Und zwar... Hier irgendwo ist noch eine Kiste. Ich markiere das mal so ein bisschen grob. Du willst doch nicht die alten Schätze verpassen, oder? Markiere sie auf der Karte. Da unten ist dann noch eine Kiste. Irgendwo im Wald. So, ah, okay, die ist schon markiert. Gut, und dann geht's hier rüber. Ja, jetzt sind wir am Start. Nice. So, zerstören. Dann machen wir mal den Pfad auf. Mal schauen, wo der uns hinführt. Meine Befürchtung war ja, dass wir den Pfad brauchen, um das Rüstungsteil zu finden, aber ja. Die Befürchtung ist jetzt dann doch nicht eingetreten. Weil wir ja das da hinten gefunden haben, bei dem IFA. Das letzte Teil. Ja, nicht zu schnell. Oh, es geht noch weiter. So, zweite Ebene. Halt dich fest. Oh. Da habe ich gar keinen Bock, jetzt von hier oben runter zu krachen. Ja, es war schon fast ein Tucken zu tief. Nice, damit haben wir das auch. So, und dann würde ich gerne hier runter. Naja, ah, es fühlt sich sowas von nicht gut an. Boah, geschafft. Ich hatte schon Angst, dass wir jetzt hier unten aufklatschen. So, hier hinten war irgendwo noch eine Kiste. Und zwar irgendwie am Wasser... Oder vielleicht nicht am Wasser. Hier. Ja, das sollte die Sache gewesen sein.
Ah, vielleicht ist was sogar hier. Es kann sein, aber ich würde gerne hier einfach nochmal abchecken. Vielleicht sehen wir was ich übersehen habe. Was ja leicht passieren kann, so in einer riesigen Welt, wenn man jetzt hier nicht immer alles klein absuchen kann oder sucht. Oh. Achso, das sind hier die Sachen. Ja, haben wir schon ausgenommen. Gut, dann sind wir wieder hier. Eine Kiste war auf jeden Fall hier unten noch. Die hatten wir schon aufgedeckt. Die würde ich gleich als erstes hier in Angriff nehmen, hier irgendwo. Hier, irgendwo hier muss die Kiste sein. Ah, hinter uns, hier irgendwo. Ja, man weiß halt nicht so genau, ist das jetzt vergraben? Ist die vielleicht irgendwo oben drauf? Obwohl ich ja schon mal bei einer Kiste das Gefühl hatte, die wandert oder die bewegt sich. Ja, jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Wir schauen ins Dorf. Ja, sollte eigentlich hier auf dem am Boden sein. Ja. Es könnte die Kiste sein, oder? Ja, es war auch die Kiste. Ist auch geil, ne, dass sie hier eigentlich angezeigt wird und dann ist sie aber hier hinten. Gut, dann würde ich zu dem Siegeltotem mal laufen. Oh. Hier ist auch was. Oh, neue Formel. Aktive Formel. Angesammelte Wute. Führe einen Angriff aus, dessen Schaden mit jedem ausgerüsteten Schadenstein steigt. Na, okay, dann kann man so ein bisschen Damage-Spiel bauen. Aktuell habe ich so, würde ich mal behaupten, eher so ein Hybrid-Bild aus Healing, Attack und ja, Selbstbuffen, also einmal den Dingsbuffen, das Momentum, dass wir da ein bisschen mehr bekommen, Buffen für Defense. Okay. Hier ist das Totem. Auch wieder zurücklaufen. Puh, sind wir aber echt knapp von der Zeit. Müssen wir jetzt da hoch? Nee. Wäre jetzt fast meine Vermutung gewesen, dass wir da hoch müssen. So, ein bisschen Gas geben. Hip, hip, hip. Hätten wir fast verkalkt. Oh. Nice, damit haben wir das auch freigelegt. Ich hatte schon mal den Ding eingesammelt, den Buff. Falls wir jetzt wieder laufen müssen, damit wir ein bisschen schneller laufen können. Weil wir kriegen dann immer, wenn wir ja, so Crafting Material jetzt hier einsammeln, so einen leichten Speed Buff. So, eigentlich wollen wir dahinter, ne?
Oh, hier ist sogar noch eine Kiste und noch ein Totem. Okay. Ja, ich zeig das mal. Ja, beim Laufen sieht man es nicht ganz so krass. Beim Sandgleiten fällt das stärker auf. Oh. Jetzt die Frage, ist das hinter der? Na, ist eher hier oben, ne? Also okay, wir müssen hier herum. Höhle. Okay. Ah, es ist wieder richtig geil. Richtig geiler Start. Ja, war nicht gut gemacht. Na, zu spät. Dass ich da nicht den zweiten Sprung bekomme. Ah, ich sehe die Kiste. Ich habe sie gesehen. Ah, nicht gut. Nicht gut gemacht. Versuch mal die Ulti rauszuhauen. Ach. Pain. Richtig Pain, dass der uns erwischt. Ach, ich möchte den nicht anvisieren. Das ist so... Euch zwei will ich jetzt erstmal wegmachen. Gleich. Nice. Schön durchgezogen. Ja, war zwischenzeitlich noch mal knapp oder knapper, als ich das gerne hätte, aber hier war die Kiste, ne? Ja. So, schauen wir noch mal, ob hier noch irgendwas. Hier ist sogar noch mal ein Pfad. Aber den würde ich, glaube ich, erst
erst aktivieren, wenn wir hier durch sind. Ich könnte mir vorher, ja, keine Ahnung, wo der hinführt wieder. Sehen wir hier oben irgendwas? Ah, okay, der ist dann da hinten irgendwo. Ich sehe das da oben, deswegen wollte ich schon hin. So. Oh, da ist auch irgendwas Blaues. Oh, das könnte ein Amboss sein. Ein weiterer Amboss ist in der Nähe. Ja, dachte ich mir schon. So, graben wir mal aus. Na. Ja, irgendwie wollte er nicht. Sand ist nicht für immer. Ohne Telos Einfluss kann alles wieder wachsen. Können wir das wirklich schaffen? Ein Gotteswesen stürzen? Es ist schon einmal geschehen. Und ich glaube an dich, Trägerin des Gauntlets. Okay, da drüben sind auf jeden Fall zwei Sachen. So. Ich glaube, hier wiederholt er sich. Das Ende unserer Suche rückt. Ja. Dieses Tor. Wir müssen es nieder. Ja, das hat er jetzt schon mehrfach gesagt. Schauen wir mal kurz auf die Map. Hier ist ein Elite. Und da hinten ist... Ah, da hinten ist der mit dem Ding. Ja. Ich glaube, ich würde erstmal hier unten die Sache abchecken, weil falls wir jetzt über den Pfad da wieder irgendwo hinlaufen oder hinkommen, keine Ahnung wohin, dann könnten wir uns hier hoch wieder teleportieren über den Amboss. Meine Vermutung ist, dass jetzt hier irgendwo rausgeht. Ja. Es geht eher sogar nach oben. Ich hätte eher damit gerechnet, dass irgendwo da rausgeht. Ja, okay, damit haben wir das auch. Komme ich hier über den Pfad wieder zurück? Das wäre natürlich super praktisch, weil dann sparen wir uns ein bisschen, ja, Laufarbeit. So, okay, dann ist... Da hinten ist auf jeden Fall ein Elite, der das irgendwas bewacht. Den Eingang wahrscheinlich. Oh, hier haben wir noch was. Zitadelle. Uff. Aber okay, das ist hier nur eine Arena, oder? Sehe ich das falsch? Quasi so ein bisschen ein Teaser. Das könnte dann hier auch so sein, ne? Wollen wir den jetzt schon? Schauen wir uns das mal an.
Da sind wir wieder einfach durchgefallen. Dass ich den so schlecht parryen kann. Echt pain. Oh, da muss ich raus. Je weiter man weg ist von diesen, umso besser ist es, glaube ich. Raus. Unsere Zerschmetterungskraft ist bereit. Sie können uns einen Vorteil verschaffen. Ja. Müssen wir aber erstmal zum Zug kommen. Okay, er spawnt gerade wieder neue. Nice. Es ist so pain, dass der davon die ganze Zeit von der Seite schießt. Nicht einen Parry hinbekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn beim ersten Mal First Try schaffen, aber ja, die hohen Verteidigungswerte erlauben uns doch den einen oder anderen Treffer zu kassieren und dann trotzdem noch weiterzukommen. Riskante Abwehr. Bei erfolgreicher Abwehr wird dem Angreifer Schaden zugeführt. Schlägt die Abwehr fehl, wird eine Verteidigung 5 Sekunden stark verringert. Okay, das heißt, Perrin wird noch mehr belohnt, aber wenn du ihn verkackst. So, was ist hier? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier rüber kommen. Kommt man da rüber? Irgendwas fehlt, oder? Muss man hier was machen? Findet die Energiequelle. Achso, wir müssen das hier oben finden und dann hier unten wahrscheinlich reingeben. Okay, das ist so meine Vermutung jetzt.
Heilung würde ich vielleicht nochmal auffüllen. Oh, ist sogar voll. Und wir könnten theoretisch hier investieren, um neue Perks zu bekommen. Heißt, wir brauchen noch 36.000 insgesamt. Ah, dann haben wir wenigstens hier alles auf Max. Hier könnten wir noch. Hier oben noch. Ja, das sind genau die drei, die noch fehlen. Ja, komm. So, hier geht's auf jeden Fall rein. Ich würde aber vorher erstmal hier draußen die Sachen abchecken. Ah, falsch. So rum. Na? Werbemittel. Hier oben war noch irgendwas. Boah, das war doch hier, ne? Oh. Komme ich denn? Oder komme ich von da oben irgendwie dahin? Ja, es wirkt so, als könnte man dann von hier lang und dann hier hoch, um die Sachen zu checken. Seht ihr das auch so? Ich probiere es einmal, aber ich glaube nicht, dass es gewollt ist, von der Seite da rüber zu kommen. Ja. Ja, okay. Okay, dann heißt es, wir laufen jetzt mal den Pfad entlang. Irgendeine Energie sammeln? Keine Ahnung. So, eine Höhle. Okay. Ja, schaut nicht sehr, sehr einladend aus, aber hier gibt es sicher Stress. Okay. Höllentempel. Na, ja, dachte ich mir schon. Na, erstmal hier die zwei Kollegen wegmachen. Ja. Und das sieht man, wenn man Sand gleiten kann, ist es vor dem Wirbel im Sand dann zu fliehen deutlich angenehmer, als wenn man das nicht kann. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Funktion dann in manchen Kämpfen einfach deaktiviert ist. Oh. War größer als gedacht. Ich fokussiere mich mal auf seine linke Seite. Nice. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Okay. Oh. Who is this?
bist mit einer Macht und Hetze hier gekommen. Es gibt hier nur eine. Dies ist deine letzte Vorstellung. Erstmal ihn hier rausnehmen, den Laserbeam. Nicht gut gemacht. So, ist hier noch... Ach, die komischen Dinger spawnen aber recht schnell nach. Ach, ich dachte, es wäre schon. Nee, es geht weiter. Versuche aber hier das Ding erstmal rauszunehmen. Ach ja. Jo, Alter. Ja, je mehr von den Dingern wechseln, umso schneller sind wir. Ach, bitte. Ja, manchmal ist es echt Pain, wirklich. Wir sind auch noch fast gestorben. Kann halt super wenig Momentum nur aufbauen. Ach, zwei sind noch da. So, jetzt aber. Och, bitte hau doch nicht daneben. Du bist geschwächt. Pass auf. Ja, es wird sicher noch mehr kommen, oder? Ich baue den mal ab, nicht... Keine Ahnung, ja. Da oben war auf jeden Fall irgendwie Loot. Da will ich auf jeden Fall noch hinschauen. Komme ich da irgendwie leichter hin? Von hier wahrscheinlich, ne?
Oh, da oben ist auch irgendwas. Okay, dann machen wir uns mal dran, die Energiequelle zu zerstören. Achso. Ja, ich sehe schon jetzt hier. Eine Quelle der Macht ist ausgeschaltet. So, die erste haben wir. Wir sind einen Schritt näher dran, Telos gegenüberzutreten. Lass uns die andere Quelle erreichen. Wir werden auf jeden Fall da den Pfad nutzen, dass wir hoch zu der Kiste kommen und zu den Toten. Bin ich schon wieder da? Ja. Okay, die spawnen wohl scheinbar immer wieder neu. Ah, hier ist was. Ah, nur so ein Pilz. Ja, ist halt dann Pain, wenn man es versucht zu bekommen, aber dann doch nicht bekommt. Jetzt sind wir hier oben, ne? Hier oben ist die Kiste schon mal. Strahlende Blätter, toll. Ja, wie vermutet von da drüben, dass wir nur von hier oben dann dahin kommen. So, wo müssen wir hin? Oh, wir müssen da rüber. Oh, okay. Schauen wir mal, ob wir hier leicht hochkommen. Hat eher was mit Bugfest zu tun, als hier hochzukommen. Ach ja. Die Energie verflüchtigt sich nach jeder Zeit. Ja, wie kommt man jetzt hier hoch? Na, jetzt will ich zuerst checken, wie man da hochkommt, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir das dann nochmal versuchen und dann aber nicht hier hochkommen. Hier? Nein. Hier? Ah, von hier, dann hier hoch, okay. Also das heißt, darüber. Ja, ist ein bisschen Pain wieder, dass wir die ganze, durch die ganze Höhle laufen müssen jetzt wieder, um da hochzukommen. Ich fülle mal Healing auf, falls wir da nochmal überrascht werden. Können wir uns das sogar leisten? Ja, können wir sogar. Und das ist das Letzte, was noch offen ist. Dann haben wir auch, glaube ich, alle Perks soweit ausgerüstet. Ich rechne jetzt nicht damit, dass wir nochmal überfallen werden, aber ja, möglich, ne? Was ich mich halt frage, na, wenn wir jetzt hier irgendwo in einer Halle gestorben wären, ob wir dann nochmal das alles nochmal machen hätten müssen oder nur ab dem Punkt, ab dem wir gestorben waren. Weil es schon ein Unterschied ist, na, ob du dann nochmal 6-7 Mal kämpfen musst, bis du wieder dort bist oder ob du dann gleich direkt dorthin kommst. So.
Ach bitte, jetzt nicht rumzicken. Natürlich, genau jetzt fallen wir in das Loch rein. Okay, bitte, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Wir müssen von vorne anfangen. Ach, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, wenn der Weg nicht so lang wäre, da wieder hochzulaufen. Ja, aber das ist, wenn du dann schnell machen möchtest, dann irgendwie den ersten Sprung schon verkackst und dann, ja, das ausbessern willst und auf einmal funktioniert gar nichts mehr. Weil keine Ahnung, wo es von dort dann, wo wir dann wieder hinlaufen müssen, ne? Das haben wir jetzt nicht gesehen. Ich glaube ja nicht, dass das schon das Ende ist, ne? Da hoch. Okay, jetzt haben wir es. Mal schauen, wo es weitergeht. Oh mein Gott, darüber müssen wir. Wir müssen, glaube ich, auf den Turm rauf. Boah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Weil ich bin ein bisschen zu früh schon von der Brüstung quasi runtergesprungen oder rübergesprungen. Und den sollten wir dodgen, wenn es geht. Wohin, 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 wohin? Weiter, 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 weiter. Erstmal nicht fighten, erstmal nicht fighten. Ach, hier ist schon die Kiste, ne? Sehr gut. Okay, dann holen wir ihn und ihn. Dann sollten wir da hinten eigentlich alles haben. Also alles, was ich jetzt so gesehen habe. Ach, spring doch. Ach, bitte. Genau in dem Moment kommt sie auf, wo die depperte Welle da ist. So, komm, letzte Ding.
So. Den Pfad hätten wir eigentlich abgeschlossen. Weil wir... Oh, hier hinten ist noch eine Kiste. Oh, jetzt habe ich... Müssen wir dort nochmal hin? Ja, da oben ist noch irgendwo eine Kiste. Das war hier oben der Aussichtspunkt und der vergessene Pfad, der ja genau da hochführt. Auf dem Plateau sollte es eine Burg geben. Ich trage was genau ist hier los? Oh. Etwas über einen Krieger von Telos gehört. Gut, dass du hier bist. Kann ich bei irgendetwas helfen? Wir konnten diesen Außenposten kaum einnehmen. Wenn wir ihn behalten wollen, müssen die Phantome verschwinden. Zwischen uns und dem Wächter steht eine tödliche Bestie. Wenn du dich um diesen Feind kümmern könntest, wären unsere Erfolgschancen viel höher. Wo kann ich diese Phantome finden? Sie blockieren den Durchgang im Norden. Die Treppe, die zum Wächter hinaufführt. Was war das für ein Ort? Es scheint ein kleiner Außenposten gewesen zu sein. Was auch immer es war, wir sind dankbar dafür. Es ist eine starke Position. Okay. Ich werde mein Bestes tun, um ihre Zahl auszudünnen. Ja, gefühlt hätten wir die schon erledigt, aber ja. Dass wir jetzt hier nochmal so ein Dorf finden oder so einen Außenposten. Ich weiß nicht, ob da oben irgendwas ist. Ah, da hinten ist noch was. Oder sind die jetzt erst zurückgekommen? Weil hier waren wir doch schon mal, ne? Da geht's da hoch zu dem Pfad, zu dem Aussichtspunkt. Ach, komm. Ich schau mal, ob ich auf dem Aussichtspunkt noch irgendwas sehe, was wir noch nicht gelootet haben. Eine Kiste oder so. Ich habe eine beträchtliche Anzahl mächtiger Artefakte angehäuft. Wir da sollten hinten? Sie benutzen. Hier unten irgendwo. Da hinten Richtung der zwei Türme. Ah, okay, das ist hier dann... Okay, das ist die Quest, ist dann hierhin, okay. Das lasse ich mal noch offen. Dann war irgendwo da in der Wüste, also irgendwo hier, zwischen dem Ding durch, ist eine Kiste. So auf halbem Weg. Und da hinten... Boah. Wo ist denn das? Ah. Ja, hinter dem Tor eigentlich. Hier ist das Tor, also irgendwo hier. Boah, so weit hinten. Ah, vielleicht. Ah, das war, glaube ich, jetzt nicht ganz so geil, darunter zu springen. Aber hier irgendwo sollte doch noch eine Kiste sein, ne? Vielleicht hier unten. Au. Ja, da hinten. Hier ist die Kiste. Ach, das ist so nervig mit dem Sand. Finishen schon mal. Ja, den anderen holen wir uns jetzt. Ja, kurz warten, bis er wieder raufkommt. Ja,
Atlas. So, das ist die Kiste, die wir gesehen haben. Das heißt, wir... Oh, Amulett des Austausches. Die Wiederherstellungsrate deines Amuletts wird erheblich erhöht, während seine Heilung stark reduziert wird. Okay. Also, ja, es war hier so in der Flucht. Hier hinten ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Und wir müssen dann nochmal... Na, wir müssen dann nochmal dorthin. Ja, das heißt, wir... So, hier aus dem komischen Morast raus. Da nach hinten. Wir holen uns da hinten die Kiste. Oh, hier ist auch wieder richtig Action. Ach, das sind hier die zwei Bosse. Ja, die habe ich jetzt keinen Bock. Ich möchte das hinten erledigen. Weil ich sehe, wir sind ja von der Folgenlänge schon wieder ganz... Ja, die Zeit rennt und rennt und rennt. Auf jeden Fall würde ich gerne da hinten die Kiste holen, dann den Amboss, dann reisen wir nochmal nach oben, dann suchen wir da oben die Kiste. Hier muss irgendwo eine Kiste sein. Vielleicht da oben? Ah. Vielleicht ist hier auch das schon. Aber es kann auch sein, dass es hier ist, ne? Weil hier ist, naja, hier ist auch schon wieder so ein komischer Morast. Versuch mal hier ins Zentrum zu kommen. Halt so pain, dass du nur dreimal oder wenn du dann kein Ziel, kein Target mehr hast in der Luft, dass du dann einfach, ja, einfach runterfällst. Weil du kannst ja nur dreimal dashen, zweimal springen und das ist halt irgendwann am Ende, ne? Haben wir den ersten? Nein, haben wir noch nicht. Seht ihn da hinten. Ah, sehr gut, er kommt her. Ist umso besser. Weil hier ist ein bisschen, ja, ein bisschen schöner zu kämpfen. Ah, ich würde gerne noch schauen, ob hier oben noch eine Kiste ist oder ob das dann einfach nur... Ja, ob das vielleicht, ja, getäuscht hat vom Eindruck. Ja, okay, es täuscht da. Ja. Hier oben war, genau, hier oben war der Teil vom, ja, das geht sich nicht aus darüber. Vom Total, Siegeltotem, so ein Point. So, jetzt laufen wir nochmal schnell zu dem, ja, schnell, ihr seht es. Aber schlafen wir hier unten zu dem Amboss und teleportieren uns nach oben. Ja, fast verkackt den Parry.
Jetzt versuchen wir noch da oben schnell die Kiste zu finden und dann würde ich auch sagen, würde ich erstmal die Folge beenden für heute. Wer möchte, kann natürlich noch dranbleiben, wo die Kiste genau ist, dass wir die, ja, die Lokalisation finden. Und ansonsten würde ich dann, ja, entweder wir machen bei dem Lager weiter, wo wir gerade waren, dass wir die zwei Hiefer oder was das waren, wegklatschen. Und wir müssten, ja, dann in der, oh, hier hinten ist auch noch was. Ja, wir sind hier schon fünfmal vorbeigelaufen, aber die Kiste haben wir nicht gesehen. Ich schaue jetzt gleich mal auf die andere Seite. Da sehe ich nichts. Und dann müssten wir uns zur anderen Seite begeben, um ja die zweite Energie zu zerstören. Aber es kann auch sein, dass die hier irgendwo ist, die Kiste hier schon in der Höhle. Ach, hier. Okay. Ja, ich habe mich halt trollen lassen, weil da vorne stand eine Kiste relativ offen. Und für mich war das, ja klar, das ist die Schatzkiste. Check. Haben wir. Okay, damit haben wir das alles. Ach, der Händler ist jetzt hier. Okay. Zum Glück ist das hier in der Nähe. Ich würde mal schauen, ob er neue Angebote für uns hat. Und dann, ja, rasten wir auf jeden Fall beim, ja, wie beim Amboss. Ich habe den reißenden Händler entdeckt. Du hast doch ein Dach. Wenn du den Drachen siehst, ist willkommen zurück, mein Freund. Im Moment bin ich am meisten daran interessiert, Handwerkszeug aus alten Zeiten zu erwerben. Hast du auf deinen Reisen zufällig welche gefunden? Okay. Keine Zeit zu reden. Ich will handeln. Im Moment. Ah, ich dachte, er hat dann irgendwie noch mal eine Quest für uns. Okay, er hat jetzt nichts. Hast du auf deinen Reisen zufällig welche gefunden? Ja, Ozentrit oder so, wie das hieß, hätte ich gerne gekauft. Die anderen Sachen sind mir jetzt. Ja, okay. Nutrit. War das nicht auch selten? Ja, keine Ahnung. So, verkaufen wir mal alles, was wir so haben. Gut. Aber seid nicht böse, wenn ich es mit Gewinn verkaufe. Du brauchst das nicht mehr? Gut. Du brauchst das nicht mehr? Gut. Aber sei nicht böse, ich bin immer für ein tolles Angebot. Gut, damit hätten wir das. Bin mir nicht sicher, ob wir den immer getroffen haben, den fliegenden Händler, aber wir haben ihn schon recht oft getroffen, das kann man schon sagen, ja. Gut, dann würde ich das genauso machen, wie jetzt angekündigt. Wir haben jetzt hier die erste Energie erledigt, wir haben wieder echt viele Bosse gemacht oder Phantome. Ich weiß nicht, ob das immer alles Bosse waren hier. Das waren Elite-Gegner oder Elite-Boss. Hier hinten war auch richtig Work. Achso, warte mal. Können wir jetzt das platzieren? Bin dein Weg, die Gruft zu über... geht nicht. Ja, ich wollte es jetzt nochmal testen, einfach um sicher zu gehen. Weil es hatte ja schon irgendwie den Eindruck gemacht, als müssten wir da irgendwas, so ein Altar mäßig, dass wir da irgendwas platzieren müssen. Ja, keine Ahnung. Jo, okay, damit haben wir das. Die Kiste haben wir hier unten auch. Der Pfad, warum der jetzt immer noch aktiv ist, weiß ich nicht, weil theoretisch hätten wir ihn eigentlich abgeschlossen. Warte mal, wir können mal kurz in die Legende hier reinschauen. Genau, Aussichtspunkt. Ja, hier fehlen auf jeden Fall noch... Hier war eine Kiste. Hier hinten war noch eine Kiste. Wir sind hier bei dem Amboss. Hier oben sind wir ja gerade, ne?
wir könnten uns hierher teleportieren, dann hier runterspringen, die Kiste suchen. Ich glaube, hier war auch noch irgendwas. Ja, hier die Sachen abgrasen und dann hier rüber. Und das wird so der nächste Punkt sein, dass wir hier drüben die Sachen checken, ne? Oder was ist hier? Hauptcharakter. Hauptquest. Ja, vielleicht ist es auch besser, wir laufen, ja, wir porten uns zurück. Ja, überlegen wir uns. Wir porten uns zurück, clearen hier, laufen hier nochmal rüber und clearen dann hier die Brücke und schauen mal hier, was hier passiert, ne? Ja, ich glaube, das würde ich sogar so machen. Ich danke euch erstmal fürs Dabeisein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Servus!